sitzen, die uns erklären wird, warum alles neu dokumentiert und so. Naja, ich fange vielleicht mal so an, die Ausgangssituation zum Schreiben im Bundestag. Als über die Frage Suizidbeihilfe angefangen wurde, in Deutschland zu sprechen, stand die gesamte Debatte unter dem Vorzeichen, dass es unter Umständen einen Verbotsantrag im Bundestag gibt. Zwischenzeitlich gibt es ihn ja auch von Patrick Sensburg und anderen. Und im Grunde gehöre ich zu einer Gruppe, die an der gegenwärtigen Situation eigentlich gar nichts ändern will. Aber natürlich kann man das nicht einfach so laufen lassen, wenn man der Gefahr gegenübersteht, dass es zu einem grundsätzlichen Verbot kommen könnte oder zu einem indirekten Verbot. Und diese Gefahr sehe ich zu teilen in dem Antrag von Herrn Brandt und anderen. Wir haben als Ausgangspunkt im Grunde genommen die Sicht der Betroffenen genommen. Nichts ist in der gegenwärtigen Situation so heiß umstritten wie ein unwürdiges Altern. Ob die Unfähigkeit in den Familien, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden an Pflege von Angehörigen, ob überhaupt die physische Leistung der Angehörigen bis hoch ins hohe Alter zur Verfügung steht, begleitet durch Schuldgefühle der Angehörigen etc., dass sie eben die Liebe, die sie gegenüber ihren Angehörigen empfinden, nicht auch in die adäquate Pflege umsetzen können, das spielt dabei selbstverständlich eine Rolle, das weiß ich. Selbstverständlich spielt erst recht eine Rolle, was Herr Minelli zuletzt gesagt hat, nämlich der soziale Kontext, in dem sich Menschen befinden, die altern, die krank werden, die nicht nur eine schwere Krankheit haben, sondern die über mehrere Krankheiten verfügen, die am Ende dazu führen, dass sie für sich selbst sagen, das Leben, das ich jetzt führe, ist nach meiner ganz individuellen Vorstellung eben kein würdiges Leben. Es ist auch kein würdiges Altern und ich möchte so nicht sterben und ich möchte den Verlust der Kontrolle über meine eigene Lebensführung nicht konstatieren müssen. Ich möchte es nicht verlieren. Und nun ist es ja so, dass diese Menschen oftmals eben auch im Grunde genommen auf drei Begleitungen geworfen sind. Zum einen ihre Angehörigen, die sie pflegen. Und viele Angehörige haben weit das 70. Lebensjahr überschritten und haben für ihre Angehörigen einen Fulltime-Job. 24 Stunden am Tag gilt es, jemanden zu pflegen, wenn nicht die Familie sich das schön teilen kann. Aber angesichts der demografischen Entwicklung bedeutet das für uns in den nächsten Jahrzehnten, wir haben Singlefamilien, da wird es noch komplizierter. Zweitens, sie haben unter Umständen eine kontinuierliche ärztliche Betreuung. Auch das ist zurzeit nicht gegeben. Man muss nur mal versuchen, als älterer Mensch von einem Facharzt zum anderen zu wechseln. Da bekommen Sie oft genug die Auskunft, nein, wir haben keine Termine mehr und wir nehmen auch keine Patienten mehr auf. Auch das löst sozialen Druck aus, auch das wirkt sich aus auf die Selbstachtung, die solche betroffenen Menschen für sich empfinden. Und auch da entsteht eine gesellschaftliche Verantwortung. Und selbstverständlich eben auch die Überlegung, dass es unter Umständen einer neutralen, aber kompetenten Beratung braucht, sowohl durch Vereine und Verbände, aber eben auch durchaus durch Ärzte. Und diese Gelegenheiten wollen wir weiterhin positiv zulassen. Das heißt, wir haben die Sterbehilfe, die Sterbebegleitung positiv in unserem Entwurf definiert, wollen damit aber auch Rechtssicherheit schaffen. Und vor allem haben wir eben für uns auch gesagt, es kann nicht sein, dass es angesichts der Tatsache, dass der Freitod ja straffrei bleibt, dass die Freihilfe für zwei Gruppen zugelassen wird, beispielsweise für Ärzte oder für Angehörige, aber ausgerechnet für Vereine, die ja auch diesen Präventionsgedanken genauso verfolgen, nicht zulässig bleiben sollen. Das ist juristisch nicht zu erklären
Und das ist auch im praktischen Leben nicht zu erklären. Wir haben die Auffassung, dass eben gerade auch die schwierige Gemengelage, die Komplexität des Problems, die emotionale Belastung sowohl der Betroffenen als auch der Familien dazu führen sollte, dass es auch Beratung außerhalb des üblichen Raums, des familiären Raums geben sollte. Und man braucht sich doch nur mal so eine Situation vorzustellen, Sie werden gepflegt von Ihren Angehörigen oder umgekehrt, die Angehörigen pflegen Sie. Wie neutral ist denn ein solches Gespräch? Also ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich meinem Vater gegenüber gesessen hätte mit tränenerstickter Stimme und ihn irgendwie versucht hätte, davon abzubringen. Und so stelle ich mir die Situation auch in vielen anderen Familien vor. Deshalb haben wir in unserem Entwurf die verbandlichen Bedingungen definiert, haben es positiv definiert und haben sozusagen in unserem Entwurf auch gewerbsmäßig definiert. Das heißt, unter dem Blickwinkel der Absicht, Gewinn zu erzielen, und das ist die Einigkeit allerdings im Bundestag über alle Gruppen hinweg, die Absicht, Gewinn zu erzielen mit Sterbehilfe, die wollen wir ausschließen. Und wir wollen auch, dass bestimmte Kriterien gelten sollten für die Beratung von Verbänden und Organisationen. Ich habe jetzt dreimal in der letzten Zeit mit Herrn Minelli in Runden gesessen und mir erklären lassen, wie der Verband arbeitet, wie stark der präventive Gedanke im Vordergrund steht. Wir haben mit Hospizmedizinern gesprochen und auch dort die Bestätigung dafür bekommen, wie wichtig eben und wie viele Möglichkeiten es durchaus auch gibt, hier präventiv zu arbeiten. Ich weiß, dass das jetzt nur fragmentarisch war und so eine Mischung aus allem, aber wir wollen ja auch in die Diskussion kommen und deshalb lasse ich es dabei. Applaus